Um das Jahr 2000 nahm ein neuer Wissenschaftszweig zunehmend einen großen Einfluss auf die Pädagogik und Didaktik. Die Neurobiologie mit ihren bildgebenden Verfahren und die Neurowissenschaften. Bestimmte Ideen und Theorien aus diesem Feld wurden in der Öffentlichkeit zunehmend wahrgenommen und man überlegte, welche Forderungen sich daraus für die Pädagogik ergeben würden. Einer der Musikpädagogen, dessen Name an dieser Stelle stellvertretend genannt werden muss, weil er sich zu dieser Zeit mit den Folgerungen der Entwicklung für die Musikpädagogik auseinandergesetzt hat, ist Wilfried Grun. Er hat Schulmusik und Violine studiert und als Orchestermusiker und Lehrer gearbeitet. Promoviert hat er in Musikwissenschaft und war 1973 bis 1977 Professor für Musikpädagogik in Essen, bevor er als Leiter der Abteilung Schulmusik an die Staatliche Hochschule für Musik in Freiburg wechselte. Grun war lange Jahre Herausgeber der Zeitschrift Musik und Unterricht und in einigen internationalen musikpädagogischen Gesellschaften leitend tätig. So war er beispielsweise von 2000 bis 2004 im Leitungsgremium der ISME, International Society for Music Education, und von 2009 bis 2012 war er Vorsitzender der Leo-Kestenberg-Gesellschaft. Außerdem hatte er einige Gastprofessuren in den USA, Indonesien und Estland. Und er hat zahlreiche Bücher und Artikel veröffentlicht, in denen er sich intensiv mit den Bedingungen des Musiklernens beschäftigte. Bevor also Analyse und Interpretation von Kunstwerken in den Bildungskanon eintreten können, muss schon musikalische Kompetenz erworben sein, muss das Medium selber zumindest in seinen grundlegenden Parametern beherrscht werden. Über die Abfolge des musikalischen Lernens hat Grun in der Folge einiges zu sagen. So zum Beispiel: Musikalisches Lernen stellt also die musikalische Handlung vor die Bildung der Begriffe und diese vor die Einführung von symbolischen Zeichen. Als Belege seiner Theorie zieht er zum einen den amerikanischen Musikpädagogen Edwin Gordon heran, der schon in den 70er Jahren an einer Theorie des Musiklernens arbeitete und dabei den Begriff der Audiation formte. Audiation oder Audiation bedeutet zunächst einmal das Hören und Verstehen von Musik, die nicht physikalisch erklingt. Das Verstehen wird hier als musikalisches Denken angesehen und das bedeutet zum Beispiel, dass ein Mensch einen Quintfall als solchen in seiner musikalischen Wirkung erkennen oder voraushören und produzieren kann. Für die Audiation ist entscheidend, dass sie nicht abhängig von Begriffen und verbalem Verstehen ist, sondern sich zunächst einmal im Hören, im Bewegen und Musikmachen selbst vollzieht. Grun verknüpft diesen Begriff der Audiation mit dem Begriff der mentalen Repräsentation. Der bedeutet, dass der Mensch ein inneres Abbild eines Umweltreizes, also zum Beispiel eines Klanges, schafft. Das musikalische Lernen wird hierbei in die Nähe des Sprachenlernens gerückt. Natürliches und informelles Sprachenlernen passiert zunächst über die Sprachproduktion, über Imitation, Variation und Improvisation. Erst dann, wenn das Kind die Sprache bereits fehlerfrei spricht, tritt in einem zweiten Schritt das formale Lernen über die Regeln der Sprache und der Grammatik hinzu. Diese Art des natürlichen Lernens von Sprache will Grun nun also auch für das Musiklernen erreichen. Also zunächst einmal musikalisch handeln und audieren, erst dann in nachgeordneten Schritten verbalisieren und Symbole zuordnen. Daher müsste Musik im schulischen Lernprozess von Handlungskompetenz, Improvisieren, Komponieren ausgehen, damit sich ein Vokabular, das heißt ein Repertoire von musikalischen Strukturen bilden kann, über die man aktiv verfügt und die dann beim Hören auch von Kunstwerken genutzt werden können. Nachdem Grun also seine Überlegungen zum Musiklernen vorgestellt hat,
kommt er dann zu 10 Kernaussagen, mit denen er eine theoretische Grundlegung von Musikunterricht erreichen will. Ich werde die 10 Aussagen hier in 3 Bereiche verdichten, aber ein Blick in das Buch ist auf jeden Fall lohnenswert. Erstens, wenn im schulischen Musikunterricht musikalisches Lernen unterstützt werden soll, dann muss man sich an lerntheoretischen Erkenntnissen orientieren. Nur wenn die Schülerinnen lernen, musikalische Repräsentationen zu entwickeln, können sie musikalische Gestalten bewusst wahrnehmen. Ansonsten bleibt der Rückzug auf emotionale Empfindungen, assoziative Beschreibungen und lebensweltliche Verknüpfungen, so Grun. Zweitens, Lernen muss sequenziell, also in einer bestimmten Reihenfolge geschehen und bestimmte Lernplateaus müssen durch genügend Zeit und Übung gesichert werden. Musikalische Grundbildung sollte daher vor allem in der Grundschule zu einer Musikalisierung führen und an musikalischen Phänomenen orientiert sein. Die Motivation, Musik zu lernen, entsteht dadurch, dass man etwas erlernt, was Sinn im eigenen Leben gibt. Drittens, musikalische Handlungskompetenz drückt sich für Grun vor allem in der Äußerung eigener musikalischer Gedanken aus. Und um diese Handlungskompetenz zu erhalten, sollte Musik vor allem durch musikalisches Handeln vermittelt werden. Nur so kann das notwendige Prozedurale, also handlungsbezogene Begreifen musikalischer Phänomene vermittelt werden. Erst dann kann man Analyse, Interpretation, musiktheoretisches und historisches Wissen unterrichten. Der Einfluss der Gedanken von Wilfried Grun auf die Musikpädagogik ist über die letzten Jahrzehnte deutlich spürbar gewesen. Er hat sehr konsequent auch internationale Forschung aus verschiedenen Disziplinen wahrgenommen und in seine Überlegungen mit eingebunden. Außerdem hat er es verstanden, seine Gedanken nicht nur in Fachliteratur zu veröffentlichen, sondern auch immer mal wieder in Zeitschriften wie dem MIB-Journal oder Üben und Musizieren. Auch der Musikverstand ist beispielsweise ein Buch, das sich für Lehrkräfte im Berufsalltag mal nebenbei auf dem Sofa zur Hand nehmen lässt. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass man zu den Überlegungen ebenso kritische Anmerkungen machen kann. Zum einen muss man sagen, dass trotz aller Erkenntnisse, die die Forschung in den Neurowissenschaften bis heute machen konnte, immer noch keine direkte Übertragung auf unterrichtliche Prozesse möglich ist. Und schon gar nicht auf die didaktischen und pädagogischen Entscheidungen selbst. Hier hat man sich in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends vielleicht gerade von den neuen Techniken der bildgebenden Verfahren etwas mehr erwartet und erhofft und sieht das inzwischen nüchterner. Trotz allem ist es spannend zu sehen, wie die Erkenntnisse zu Lernprozessen des Menschen aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, wie zum Beispiel der Psychologie, der Neurobiologie, der Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung zusammengetragen werden, um ein besseres Bild davon zu gewinnen, wie Lernen beim Menschen überhaupt vonstatten geht. Doch bleibt die Entscheidung für einen bestimmten Begriff von Bildung, für die Zuschreibung von Werten an bestimmte Dinge und Inhalte, immer noch eine normative. Die Frage, welche musikalische Handlungskompetenz es denn nun wert ist, unterrichtet zu werden, und welches Stück Musik hinterher verstanden werden soll. Diese Frage nach dem Bildungswert kann auch Grun mit seinen Überlegungen natürlich nicht beantworten. Wer sich für eine philosophische Auseinandersetzung mit den Grundproblemen der Wertzuschreibung interessiert, dem empfehle ich an dieser Stelle Jürgen Vogts Artikel »Musik lernen im Kontext von Bildung und Erziehung – Eine Auseinandersetzung mit Wilfried Gruns »Der Musikverstand«. Für mich sind 2 Aspekte in den Kernaussagen von Grun zumindest zu hinterfragen. Der stufenweise Aufbau von Fähigkeiten ist für Grun eine lerntheoretische Setzung. Nun gibt es aber einige Kritik an Stufentheorien, denn wie inzwischen bekannt ist, findet Lernen nicht immer in einer geraden Linie und Reihenfolge statt, sondern kann sich auch durch Sprünge auszeichnen bzw. individuell sehr verschieden verlaufen. Worauf sogar Keith Swanwick selbst hinweist
obwohl er ein berühmtes Spiralmodell entwickelt hat. Wenn nun Unterricht aber immer nur stufengerechte Angebote macht, führt das dann in der Folge nicht auch dazu, dass natürliche Lernsprünge und individuelle Fortschritte im schlimmsten Fall verhindert werden? Das gilt vor allem auch dann, wenn man akzeptiert, dass jeder Mensch sein eigenes Entwicklungstempo hat und die früher üblichen Altersangaben aller im Alter von 10 Jahren sollte dies gekonnt werden, nicht verallgemeinerbar sind. Außerdem, und das ist für mich eine ganz grundsätzliche Kritik, geht Grun davon aus, dass das musikalische System, welches von den Schülerinnen erlernt werden soll, das westlich-tonale ist. Darum gehören Dur und Moll, Tonleitern, Kadenzbeziehungen etc. im Verlauf des ganzen Buches zu den Beispielen, die er als musikalische Repräsentation anführt. Dass Grun hier einen ganz bestimmten kulturell geprägten Musikbegriff zur Grundlage seiner Theorie des Musiklernens macht, wird von ihm aber nicht kritisch hinterfragt. An dieser Stelle haben wir genug über Gruns Theorie gesprochen, um später die Grundlagen des aufbauenden Musikunterrichts zu verstehen. Im nächsten Video wenden wir uns nun einem zweiten Begriff zu, welcher auch um die Jahrtausendwende sehr stark diskutiert wurde. Der Kompetenzbegriff.